Bei mir ist heute Oliver Janich, Buchautor und auch einer der Top-Referenten am kommenden Wege in die Freiheit-Kongress in Stuttgart. Was können wir von deiner Seite am Kongress erwarten? Ja, also ich will mal erzählen, wie eigentlich eine herrschaftsfreie Welt aussehen würde. Und zwar nicht so sehr unter dem philosophischen Aspekt, denn der ist schnell erklärt. Kein Mensch hat eigentlich das Recht, über einen anderen Menschen zu herrschen. Du hast nicht das Recht, über mich zu herrschen. Ich habe nicht das Recht, über dich zu herrschen. Das heißt, die moralische, philosophische Komponente einer herrschaftsfreien Welt ist ganz schnell erklärt. Aber die Leute haben trotzdem ein Problem damit, sie können sich das nicht vorstellen, wie es ohne Staat funktionieren könnte. Wie können Menschen ohne ein Gewaltmonopol friedlich miteinander leben? Deswegen werde ich mich auch in meinem dritten Buch hauptsächlich darum kümmern, wie das in der Praxis aussehen könnte, also wie Anarchie in der Praxis funktioniert. Und das will ich auch in meinem Vortrag dann schon rüberbringen. Der wird wahrscheinlich stattfinden, bevor das Buch fertig ist. Also werden da erste Inhalte schon zu sehen sein. Und da geht es eben vor allem darum, dass die Menschen sich auch vorstellen können, ja, was passiert in dem Fall? Was passiert in dem Fall? Also da kommen ja immer so Fragen, wer baut dann die Straßen? Was ist mit dem irren Mörder, der sich an keine Regeln hält? Wie wird man mit den Verbrechern fertig, die es natürlich immer noch gäbe in einer herrschaftsfreien Welt? Und da will ich möglichst konkret erzählen, wie das funktionieren könnte. Was ist der Staat für dich? Der Staat ist der territoriale Monopolist und er hat die letzte Entscheidung in allen Konflikten. Das ist eigentlich die Definition des Staates. Und das Problem dabei ist, dass er natürlich auch die Konflikte entscheidet, die ihn selbst betreffen. Und du würdest ja jetzt auch nicht hingehen und sagen, wenn du zum Beispiel mit Siemens als Unternehmen ein Problem hast, und Siemens bietet dir an, ach, das ist kein Problem, wir haben hier so eine Schiedsgerichtsabteilung bei Siemens, die kümmert sich drum. Da wärst du natürlich auch nicht sicher, dass die sich zu deinen Gunsten entscheiden. Du kannst zwar Glück haben, aber wenn du dich da wirklich streitest und nicht einig wirst, dann willst du natürlich einen neutralen Schiedsrichter. Der Staat ist kein neutraler Schiedsrichter. Zum Beispiel sind der Steuern ganz eindeutig Raub, ja, weil du hast ja nicht zugestimmt, dass man dir das Geld wegnimmt. So, aber wenn du jetzt zum Staat als Schiedsrichter gehst und sagst, ja, das ist Raub, ich will das nicht zahlen, dann sagt er, nee, er sperrt dich ein. Das heißt, dieses Konstrukt kann überhaupt nicht funktionieren. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass ein Gewaltmonopolist faire Entscheidungen trifft, weil sonst bräuchte er kein Gewaltmonopol. Wenn er faire Entscheidungen trifft, dann würden ihn Leute auch freiwillig als Schlichter wählen. Das Wort Schiedsgericht kennen viele sicherlich aus den Freihandelsabkommen. Aber jetzt haben wir da Schiedsgerichte vielleicht bald oder haben die auch mittlerweile schon. Aber das bedeutet ja nicht mehr Freiheit. Nein, also es ist nicht zu vergleichen, diese Schiedsgerichte beim TTIP-Freihandelsabkommen, weil in einer Privatrechtsordnung gäbe es ja nur private Gerichte und du könntest frei auswählen. Bei diesen Schiedsgerichten weiß ja niemand, wer die auswählt. Ja? Also ich weiß es nicht, das Abkommen ist ja noch geheim. Es hat sich allerdings gezeigt, dass in dem kanadischen Freihandelsabkommen diese privaten Schiedsgerichte etwa zu einem Drittel für den Staat entschieden haben, zu einem Drittel für die privaten Unternehmen und zu einem Drittel neutral. Also bisher haben sie sich neutral verhalten, aber das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einer Privatrechtsordnung, wo du ja selber dein Schiedsgericht auswählst. Und bei dem TTIP-Abkommen, das wird ja in irgendwelchen Hinterzimmern ausgekungelt und wir wissen ja gar nicht, wer die Schiedsgerichte einsetzt. Das ist also jetzt nicht, es ist auch kein Freihandelsabkommen, weil für einen freien Handel bräuchtest du ja keine Abkommen, sondern du musst einfach nur niemanden daran hindern, frei zu handeln. Allerdings ist TTIP ist ein sehr komplexes Thema, das kann man nicht in einem Satz erledigen. Ja, das ganze Thema nicht, aber für eine kurze Vorschau reicht's. Und du würdest sagen, die Gesellschaft würde auch funktionieren, wenn es keine zum Beispiel demokratisch legitimierte Instanz gibt, die das Zusammenleben regelt. Ja, ich würde sagen, nur so würde sie funktionieren. Weil wir sehen ja jetzt, Demokratie ist laufend Streit. Also wir sehen ja zum Beispiel, wenn man die Pegida-Demonstrationen sieht und die Anti-Pegida-Demonstrationen, da streiten sich zwei Parteien. Das in der Privatrechtsordnung gibt es darüber überhaupt keine Frage. Ja? Weil jeder kann seinen Glauben haben, den er will und jeder kann hinziehen, wo er will. Wenn er die Wohnungsmiete bezahlen kann, kann er an jeden Ort der Welt ziehen oder wenn er sich das leisten kann, dort ein Haus zu kaufen. Das sind alles, die Demokratie erzeugt Konflikte, weil sich immer zwei Parteien darum streiten, was der Staat den anderen Menschen vorschreibt. In Wirklichkeit, ich will noch nicht zu viel verraten, was ich auf dem Kongress erzähle, aber in Wirklichkeit können die meisten Menschen, wissen sehr gut, was richtig, was falsch ist, nämlich, dass man andere Menschen nicht bestiehlt. Und wie man sein Leben lebt, sollte eigentlich jedem selbst überlassen sein, aber der Staat macht ja genau das Gegenteil. Irgendeine Lobbygruppe ist es meistens oder eine Interessensgruppe beeinflusst den Staat so weit, dass er den anderen Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben.
Okay, das interessiert mich sehr, wie das in der Praxis dann aussehen könnte und das werden wir von dir am Kongress erfahren. Ich freue mich drauf. Danke fürs Gespräch. Ja, ich freue mich auch. Danke.